Darf Sie herzlich zu unserem Webinar nochmals begrüßen. Sage an alle herzlichen Dank, die sich die Zeit einerseits dafür nehmen, andererseits speziell an unsere Vortragenden, die sich heute mit den Fragen, ich glaube, ich, die sehr, sehr viele in der Abfallwirtschaft beschäftigen, heute ein bisschen genauer auseinandergesetzt haben und uns da ein bisschen auch Inputs aus verschiedener Seite, von verschiedenen Perspektiven sozusagen geben können und wollen. Ich darf ganz kurz das Thema umreißen. Durch die Corona-Krise, wie wir es alle erlebt haben, sind doch systemrelevante Bereiche eindeutig identifiziert worden. Und aufgrund dieser systemrelevanten Bereiche hat man also eindeutig gespürt, dass sich hier etwas verändert hat. Ja, in der Abfallwirtschaft beispielsweise sind auf einmal von einem Moment auf den anderen eben sehr, sehr viele Unternehmens, Kunden eigentlich weggefallen von einem Moment auf den anderen, während andere speziell Sammelinseln wieder überfüllt waren. Genau über diese Problematik, aber andererseits auch Herausforderung, die man mit Digitalisierung lösen kann und auch vielleicht noch weiterentwickeln kann, möchten wir heute kurz diskutieren. Und da darf ich herzlich für das Webinar begrüßen die Firma Slog, Saubermacher, die Holding Graz und IÖB, die sozusagen hier den Vortrags Part übernehmen. Dann würde ich gleich in Medias Res gehen und kurz zum Programminhalt unseres Webinars kommen. Wir haben uns vorgenommen, innerhalb von einer Stunde dieses doch große Thema zu behandeln. Inhaltliche Vorträge sollen hier sozusagen einmal starten. Diskussionsgrundlage für das Podium sozusagen gelten. Und dann werden wir ganz kurz in eine Zusammenfassung und auch Ihre Meinungen abholen, beziehungsweise anschließend Frage- und Diskussionsmöglichkeit geben. Hier sind dann auch Sie wirklich aktiv gefragt. Wir freuen uns über Wortmeldungen, wir freuen uns über Fragen über den Chat. Ich darf auch noch einmal an die Vortragenden ganz kurz bitten, auch die Zeitdisziplin einzuhalten. Ansonsten werde ich mich ganz kurz einschalten. Da die Covid-Krise, glaube ich, für Europa doch 2019 noch nicht so sichtbar war, wollen wir Sie fragen, wie sehen Sie die Krise als Risiko oder sehen Sie diese als Chance? Ich bitte Sie dazu, das Handy zur Hand zu nehmen, dort www.menti.com einzugeben und dann den Code 88 89 9, um sozusagen zu dieser Frage zu kommen und abzustimmen. Es ist wirklich Ihre Meinung gefragt als Teilnehmende, dass wir sozusagen diese Präsentation aktiv gestalten. Wir sehen erste Ergebnisse. Für die Digitalisierung eindeutig im vorderen Bereich als Chance gesehen, ebenso für neue Technologien. Für die Abfallwirtschaft wird es noch, glaube ich, zu diskutieren sein, wie weit das eine Chance sein kann. Eindeutig ist, dass die Digitalisierung immer weit vorne ist. Ich glaube, das wird auch generell in allen Branchen so gesehen, dass dies eine Chance für Digitalisierungsthemen, Strategien, Umsetzungen von Digitalisierungskonzepten ist, aber auch für neue Services und Geschäftsmodelle. Mich würde vielleicht auch im Nachgang interessieren, warum
sozusagen dass die Covid-19-Zeit für die Abfallwirtschaft teilweise so unterschiedlich gesehen wird. Wir haben 34, 35 Teilnehmer. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wir werden diese Ergebnisse auch ausschicken. Ich glaube, somit können wir zur nächsten Frage gehen. 36, man sieht eindeutig, die Digitalisierung hat sich an Platz 1 gehalten. Ebenso bei Innovationen sind sehr viele Chancen da. Für die Abfallwirtschaft, glaube ich, ist es noch zu diskutieren und abzuwarten, welche längerfristigen Auswirkungen es auch noch hat. Herzlichen Dank. Ich darf Sie jetzt zur nächsten Folie bitten. Welche abfallwirtschaftlichen Herausforderungen hat es aufgrund des Lockdowns bei Ihnen gegeben? Was ist sichtbar geworden? Welche Herausforderungen hat man relativ schnell lösen können? Aber welche sind bis jetzt noch immer sozusagen eine Herausforderung, die man noch angehen sollte? Überfüllungen ist eine Wortmeldung. Dazu werden wir auch noch in unserem ersten Vortrag einiges hören. Müllberger. Homeoffice. Wir sehen aber, dass Überfüllungen eindeutig ein starkes Thema ist. Sie sehen von Kosten, Einnahmen, starke Schwankungen und die Kurzarbeit sind natürlich ein großes Thema. Homeoffice sicher auch für einige Unternehmen. Gesundheitliche Maßnahmen, das wird sicher auch jeden Betrieb treffen. Vielen Dank für die ersten sehr unterschiedlichen Antworten, Arbeitseinschränkungen, Angst, beispielsweise zwei Wohnsitze, sicher die Kommunikation ist dann auch noch wahrscheinlich ein Thema, Kontamination, überfüllte Behälter. Ich glaube, mit dem großen Schlagwort Überfüllung ist das ein guter Übergang in unser nächstes Thema. Ich darf herzlich, Frau Dr. Vielen Dank für die Mitarbeit, Frau Dr. Leudl von der Holding Graz, Bereichsleitung des Teils Abfallwirtschaft, willkommen heißen. Sie ist sozusagen zuständig für das gesamte operative Geschäft, für jegliche Zusammenführung von abfallwirtschaftlichen Daten der Stadt Graz. Und ich darf Sie jetzt bitten, um Ihren Vortrag, bitte um die 5 Minuten einzuhalten. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung in dieses Webinar und einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich werde versuchen, in 5 Minuten die ganzen Ausmaße der Corona-Krise auf die kommunale Abfallwirtschaft zu umreißen. Aber wir haben ja ein besonderes Thema, nämlich die Vorteile der Digitalisierung. Daher werde ich mich da vor allem auf die Bereiche beschränken, wo aus meiner Sicht auch wirklich die Notwendigkeit einer verstärkten Digitalisierung besteht und aus meiner Sicht eben auch noch viele Punkte da sind, wo wir in Zukunft einfach besser zusammenarbeiten und besser kommunizieren können. Die Herausforderungen in der Abfallwirtschaft während der Corona-Krise war eine große. Ich habe an den Teilnehmern gesehen, dass sehr viele Leute auch aus der kommunalen Abfallwirtschaft dabei sind. Daher glaube ich, brauche ich das jetzt nicht ausführlich erläutern. Wir haben natürlich die Daseinsvorsorge als eine sehr wichtige Infrastruktur aufrechterhalten müssen. Das heißt natürlich auf der einen Seite sämtliche Vorkehrungen treffen müssen, um eben auch weiterhin die Abfallsammlung,
die Behandlung, die Verwertung aufrechterhalten zu können, um eben hygienische Missstände zu vermeiden, auch Müllberge so gut wie möglich zu vermeiden, also alles Schlagworte, die jetzt auch schon in den Mentimeter gefallen sind. Das hat natürlich geheißen, dass wir unsere Teams, also dass wir unser Personal in mehrere Teams eingeteilt haben, versetzte Dienstantrittszeiten gehabt haben, eine strikte Trennung der Partien, um eben auch im Falle von größeren Ausfällen diese Leistungen voll inhaltlich aufrechterhalten zu können, Reparaturen, Sicherstellungen, Wartungen, Planungen, Ausfallszenarien und so weiter. Aber ganz wichtig war natürlich in der Zeit auch die Kommunikation, nicht nur die Kommunikation zu den Bürgern und Bürgerinnen, sondern auch zu den Mitarbeiterinnen, die natürlich auch immer über die aktuelle Lage informiert werden mussten. Das war auf der einen Seite die Herausforderung. Die andere Seite war natürlich auch, dass wir vor allem im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft mit einem größtenteils verstärkten Abfallaufkommen konfrontiert waren. Das heißt also konkret im Bereich Bioabfall haben wir eine Steigerung im Haushaltsbereich von plus 10% gehabt. Frau Schwarz, könnten Sie vielleicht die nächste Folie einblenden? Sehr gerne. Entschuldigen Sie. So, genau da sieht man jetzt für die Stadt Graz die Zahlen des Abfallaufkommens während der Corona-Krise von März bis Mai. Wie schon kurz erwähnt, vor allem im Haushaltsbereich hatten wir gesteigerte Mengen. Also beim Bioabfall plus 10% war natürlich dadurch verursacht, die Menschen zu Hause, die Gastronomie geschlossen. Man kocht zu Hause oder bereitet sich zu Hause mehr Essen zu als zu Normalzeiten. Beim Restmüll haben wir jetzt keine Veränderung bemerkt, rein von den Zahlen her. Draußen vor Ort natürlich schon. Also dieser Ausgleich von plus minus 0% hat so ausgesehen, dass wir bei den Haushalten sehr wohl einen Anstieg bemerkt haben. Allerdings natürlich bei der Gastronomie und bei der Gewerbe während dem Lockdown natürlich demgegenüber Ausfälle. Im Bereich vom Altpapier lustigerweise eine Minimierung von minus 10%, der ist auch bedingt durch vor allem den Rückgang bei den Gewerben und Betrieben. Und jetzt haben die beiden Abfallarten, wo wir die meisten Anstiege verzeichnet haben, nämlich Glasverpackungen und Metallverpackungen, nämlich bei plus 15%. Jetzt ist es so, dass wir in Graz den Bioabfall, den Restmüll und das Altpapier zum großen Teil im sogenannten Hohlsystem organisiert haben, oder also den Bioabfall und Restmüll sowieso ganz, aber das Altpapier auch größtenteils im Hohlsystem. Das heißt, dort konnten wir sehr gut mit kurzfristigen Maßnahmen reagieren, beziehungsweise dort ist es auch so, dass wir sowieso nur eine Befüllung von Behältern von 80% generell vorsehen. Das heißt, da haben wir noch Volumen über gehabt. Da hat es aber auch von uns die Order gegeben, alles, was daneben liegt, mitzunehmen. Und wir sind natürlich auch unsere ganz regulären Entleerintervalle gefahren. Problematisch war es dort, wo wir eben im Ring-System sammeln, sprich bei den öffentlichen Sammelstellen, eben auch bei vor allem bei den Glasverpackungen und Metallverpackungen,
wo wir jetzt eben nicht nur den Anstieg haben von die plus 15%, sondern wo die Sammlung auch an den öffentlichen Sammelstellen organisiert ist. Und jetzt habe ich eben genau dafür ein paar Bilder noch zur Untermauerung dieses Problems aus der Stadt Graz. Also man sieht hier zum Beispiel sehr gut die Überfüllung der Metallverpackungen. Wir können die Bilder jetzt relativ zügig durchgehen. Am nächsten Bild sehen wir Überfüllungen der Metallverpackungen und im hinteren Bereich bei den Containern auch natürlich im Glasbereich. Man sieht, die Bürger sind eh einigermaßen bemüht, da noch einigermaßen Ordnung zu halten, weil die haben das sehr schön auf die Behälter hinaufgestellt. Und man sieht einfach, es hat keine Möglichkeit gegeben, das irgendwie ordentlich oder ordnungsgemäß abzugeben. Und das sieht man eben auch hier an den abgelagerten Säcken, die sich daneben befinden. Beim nächsten Bild sehen wir eben auch, dass davor abgestellte und daneben abgestellte Glas und auch beim nächsten Bild, wo das Glas sogar bis auf die Straße hinaus ragt, also vor dem Container auch alles abgestellt, eben wie gesagt schon bis zur Straße hinaus wegen den Überfüllungen und eben auch beim anschließenden Bild wieder klassisch die Metallverpackungsbehälter, die überfüllt sind. Man hat sich natürlich da auch bemüht, relativ schnell und Volumen, erhöhtes Volumen bereitzustellen. Aber das hat natürlich den Anstieg auch nicht immer abdecken können. Das heißt, die Konsequenzen in dem Bereich waren die Verschmutzung des öffentlichen Raums. Dadurch erhöhte sich jetzt auch im kommunalen Bereich der Reinigungszyklus und natürlich auch die Reinigungskosten. Für den Bürger ist es natürlich so, dass bereits verunreinigte Sammelstellen verleiten zu weiteren Ablagerungen, vor allem auch vom Sperrmüll. Das haben wir auch beobachten können. Es gibt natürlich durch die danebenliegenden Abfälle auch Gefährdung, weil trotz Glassplitter ist jetzt vor allem für Kinder oder Tiere nicht ungefährlich. Die üblichen Sammelintervalle waren nicht ausreichend. Das heißt, es hat großen Bedarf zur Erhöhung des Sammelintervalls und des Behältervolumens gegeben. Das Erhöhung des Behältervolumens heißt wiederum Platzbedarf, ist auch nicht überall möglich. Auf der anderen Seite haben wir eben auch gemerkt, dass es gerade während Corona teilweise sehr träge Reaktionszeiten gegeben hat, weil natürlich auch manche Entsorger auf Kurzarbeit waren. Es war dadurch nur beschränkte Erreichbarkeit gegeben. Das heißt, von der Meldung der Überfüllung, also zuerst einmal von der Meldung der Überfüllung durch den Bürger zu uns und bis es dann zum Entsorger kommt und bis es dann erledigt wird, hat es oft mehrere Tage bzw. Wochen gedauert. Und das war in dem Fall natürlich nicht besonders erfreulich und hat natürlich auch wie gesagt, also hygienische Missstände, aber eben auch das Stadtbild sehr verunreinigt. Ja, also das waren sozusagen die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben. Und wir haben von uns aus als Lösungsansätze in der Zeit natürlich auch die Digitalisierung forciert. Zum Beispiel eben über unsere Graz Abfall-App, wo es jeden Tag auch neue Informationen gegeben hat, wie zum Beispiel, dass die Altkleidersammlung eingestellt worden ist oder nach der Schließung die angepassten Öffnungszeiten vom Recycling-Center. Für den Grünschnitt hat es eine Grünschnittsack-Verteilaktion gegeben, die man über das App bestellen konnte oder eben auch für den Giftmüll-Express, unsere mobile Problemstoffsammlung, die Termine, die man dann gesehen hat. Also das ist eben in Form von Push-Nachrichten an alle User gegangen. Wir haben mittlerweile 14.000 Downloads für unsere Graz Abfall-App und davon haben wir rein 7.000 während Corona erreicht. Und dort, beziehungsweise über solche digitale Kanäle, kann man eben die verschiedensten Informationen nicht nur an die Bürger, sondern eben auch an die Entsorger über die Überfüllung der Behälter und über die Ablagerungen oder eben auch die Möglichkeiten zur Routenoptimierung oder auch qualifizierte Aussagen über vorhandene Sammel,
Netz und so weiter. Also da gibt es aus meiner Sicht sehr viele Möglichkeiten noch mit Hilfe der Digitalisierung hier gemeinsam zwischen dem Bürger, der kommunalen Abfallwirtschaft, aber vor allem auch dem Entsorger da zu einer Verbesserung beizutragen und eben gezielt diese Dinge, die eben vor allem jetzt bei den öffentlichen Sammelstellen passiert sind, einfach in Zukunft zu vermeiden und eben auch dadurch eben wesentlich kürzere Reaktionszeiten zu schaffen. Das wäre jetzt auf der nächsten Folie noch kurz zusammengefasst gewesen. Ja, das war mein kurzes Intro in das Webinar und ich hoffe, ich habe meine Zeit einigermaßen eingehalten. Herzlichen Dank für das Einhalten und ich möchte mich entschuldigen für die technischen Sprünge. Anscheinend ist meine Präsentation manchmal schneller als ich. Ich darf deswegen gleich zum nächsten Vortrag springen. Und darf Herrn Dr. Oppelt bitten, um seine Ausführungen als Entsorger, was es hier für Erkenntnisse und Herausforderungen in den Zeiten von der Covid-Krise beziehungsweise des Lockdowns gegeben hat. Danke schön für die Möglichkeit, das hier zu präsentieren. Es gab natürlich vielseitige Herausforderungen. Ich habe vorhin der Tech-Cloud gesehen, Kurzarbeit und solche Themen, die viele beschäftigen. Das sind natürlich auch Themen, die uns beschäftigen. Ob der Kürze der 5 Minuten habe ich hier 3 Themen herausgegriffen, die ich kurz erläutern möchte, die ein bisschen auch anschließen an das, was die Frau Leudl gesagt hat, aber sozusagen mit der Entsorgersicht angereichert. Das, was wir sehen, wenn sich Füllstände ändern und Überfüllungen sind, aus Entsorgersicht oder aus Logistikersicht, heißt, dass wir haben plötzlich Füllstandsveränderungen, die nicht mehr planbar sind. Generell ist die Abfallwirtschaft ja eine sehr, hat sehr undynamische Touren, um es einmal nett auszudrücken. Das heißt, wir fahren Touren alle 2 Wochen oder jede Woche oder alle 4 Wochen und die planen wir und optimieren sie immer wieder mal einmal im Jahr und dann fahren wir diese. Plötzlich sind diese Füllstände aber nicht mehr so planbar, dass sozusagen alle 2 Wochen ausreicht, sondern es gibt plötzlich, und das hat die Frau Leudl angemerkt, deutliche Mehrmengen. Im Glas zum Beispiel, aber auch im Altpapier oder Karton. Wir haben weniger Altpapiergewicht, ja, das ist auch, was die Frau Leudl, glaube ich, nochmal gesagt hat, aber in manchen Bereichen aufgrund des Onlinehandels haben wir plötzlich deutlich mehr Volumen gehabt und daneben liegende Sachen. Und wir als Entsorger haben gesagt, wie können wir in so einer Situation die Qualität sicherstellen? Wie können wir die Qualität sicherstellen und zum anderen unsere Kosten einigermaßen im Griff halten? Wir müssen verstehen, dass auch verschiedene Industrieumsätze gleichzeitig weggefallen sind in der Corona-Zeit bei uns. Gleichzeitig schnellen sozusagen mehr Kosten aufgrund dieser Dynamik nach oben. Das ist nicht sehr, sehr angenehm. Vielleicht der nächste Punkt, neben den Füllstandsveränderungen, die nicht mehr planbar sind, als zweiten Punkt sind wir noch stärker mit dem Thema konfrontiert gewesen, dass die Routen heute sehr stark auf dem Wissen der Fahrer basiert. Und die Corona-Aussichten zu Beginn war, ihr müsst die Teams trennen, weil es waren sozusagen auch Szenarien gezeichnet, 50% der Leute werden irgendwann krank sein. Ja? Und wir haben uns sehr stark Gedanken gemacht, was bedeutet das? Ja? Welche Touren haben wir so schon jetzt so digitalisiert, dass wir da einfach sagen können, gut, wir nehmen einen Leiharbeiter oder einen anderen Fahrer und setzen den darauf und welche nicht. Und da sind wir noch sehr, sage ich, einem sehr großen Risiko ausgesetzt gewesen. Dass es dann nicht so schlimm gekommen ist, dass so viele Krankenstandsausfälle waren, ist in dem Fall ein Glück. Ja? Aber wir haben uns sehr stark mit dieser Herausforderung und diesem Risiko jetzt auch nochmal im Nachgang beschäftigt, weil es natürlich eines ist, das uns in einer zweiten Welle oder generell in solchen Situationen immer wieder treffen kann. Und als dritter Punkt, den ich hier hervorheben möchte, ist, das war, also die ersten 2 Punkte waren jetzt eher rund um das kommunale Geschäft. Auch im Bereich Gewerbe und Industrie gab es natürlich massive Schwankungen. Sie erinnern sich im März an den Lockdown. Ich glaube, am
weiß nicht mehr genau, am Samstag hat es geheißen, ab Montag sozusagen haben alle Sachen zu. Das heißt, unsere Touren haben sich plötzlich ganz stark verändert. Ja, das Letzte, an was der Gewerbebetrieb denkt, ist, dass er die Müllabfuhr anruft und sagt, bitte nicht mehr kommen morgen. Die es noch gemacht haben, haben selber noch nicht gewusst, wie wird es sein, wird es länger dauern oder nicht. Wir haben uns ja von Woche oder von 2 Wochen Rhythmen immer wirklich da weiter gehandelt. So haben viele Gewerbebetriebe auf Abrufer umgestellt, was für uns noch unangenehmer ist. Ja, du hast eine Tour, wo 100 Gewerbekunden sind und jetzt stellen plötzlich 30 fallen weg und andere 30 sagen, ich sag's dir am Vortag, ob du kommen sollst oder nicht, weil ich selber noch nicht weiß. Industriebetriebe fahren rauf und runter. Die sind zwar zum Teil wirklich runtergefahren, auf der anderen Seite haben sie dann Zeiten für Instandhaltungen und so weiter genutzt und haben gesagt, nein, in der nächsten Woche machen wir große Instandhaltung, wir brauchen jetzt doch was. Und das Letzte ist, dass wir natürlich Synergien an unsere Kunden weitergeben, wo es möglich ist. Das heißt, wenn Sie als großes Gast- oder Gastgewerbebetrieb 10 Speisereste-Behälter haben, haben Sie natürlich einen besseren Preis, als wenn Sie einen haben, weil wir halt einmal hinfahren und dann diesen Manipulationsaufwand haben. Und wenn das aber jetzt umstellt, dass man sagt, man ist jetzt nicht mehr im normalen Betrieb, aber man stellt zumindest Essen zu oder holt Essen ab, dann hat man ein bisschen Küchenbetrieb, hat nur mehr einen Speiserestebehälter, dann sind natürlich unsere Touren, schauen dann aus wie Schweizer Käse sozusagen. Und auch beim Gewerbe sind wir so, dass wir da relativ fix unsere Touren geplant haben. Da sind wir ein bisschen dynamischer, aber von einer rein dynamischen Tourenplanung noch weit entfernt. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt, sage ich nur 50 Kunden auf einer Tour habe und dann trotzdem 75% der Zeit brauche, weil ich muss ja trotzdem den Kunden, der weit entfernt ist, trotzdem anfahren. Ja, ich kann jetzt sagen, du passt mir jetzt nicht mehr hinein. Dann ist das eine große Herausforderung für uns und wir sind derzeit in der Entsorgungswirtschaft bei uns, aber soviel ich weiß, auch bei vielen anderen Entsorgern, nicht so aufgestellt, dass wir sagen, wir drucken da jetzt auf 2, 3 Knöpfe und dann sind die Touren neu zusammengewürfelt. Und optimiert und solche Dinge lassen uns eher kalt. Das heißt, diese Schwankungen in Gewerbe, in der Industrie haben uns hier auch sehr, sehr mitgenommen als dritten Punkt. Und vielleicht als Abschluss für mich hat sich auch die Frage ergeben, ist es jetzt nur Corona, wo solche Schwankungen auftreten? Es gibt ja auch, und wir haben das mit Nein beantwortet, weil auch bei anderen Einmalsituationen kommen immer wieder massive Spitzen, wenn ich jetzt eine Fußball-WM hernehme und den Glasbereich mir anschaue. Auch dort haben wir alle 4 Jahre eine Spitze im Glas, in der Glasentsorgung. Derzeit sozusagen kriegen wir das einigermaßen hin. Wenn ich mir aber die Daten anschaue, steigen auch dort unsere Reklamationen nicht in einem Ausmaß, wie es jetzt in einer Corona-Krise war. Aber diese Dynamisierung in der Abfallwirtschaft hat immer wieder punktuelle Ereignisse. Und die Corona-Krise hat uns jetzt sehr stark zum Nachdenken gebracht, dass wir auch abseits von Corona, natürlich wegen Corona, aber auch abseits von Corona uns da schon noch einmal ein Stück weiterentwickeln sollten. So viel zu meiner Darlegung von den 3 wesentlichen Faktoren, die, glaube ich, für die Diskussion spannend sein könnten und gebe das Wort wieder zurück. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, das gibt sicher einige Diskussionspunkte. Jetzt möchte ich aber nicht nur neben den Herausforderungen auch eine Lösung vorstellen. Dafür darf ich Diplom-Ingenieur Esati von der SLOC GmbH bitten um seinen Input. Ja, auch von unserer Seite, hallo. Es freut uns sehr, dass sich so viele Teilnehmer für dieses Thema interessieren. Wie ist es uns gegangen in der Corona-Zeit, es kam der Lockdown und dann kamen gleich die großen Investitionsstopps von allen unseren potenziellen Kunden. Das heißt, wir waren am Anfang, sage ich mal, durchaus schockiert und sind da gesessen und gesagt, wie schaut jetzt die Zukunft aus? Und dann hat sich aber interessanterweise in den letzten 6 bis 8 Wochen herauskristallisiert, dass in der Abfallwirtschaft viele Entsorger auf uns zukamen und trotz Investitionsstopps gesagt haben, Sie verstehen jetzt noch besser, dass man in die Digitalisierung investieren muss und wir konnten jetzt, und das freut uns natürlich sehr, auch die wirklich größten Entsorger der Welt, sei es Veolia, sei es Remondis aus Deutschland, Suez wie sie heißen, als Kunden gewinnen. Die haben uns Aufträge gegeben, zumindest Testaufträge. Das heißt, wir merken gerade, da passiert jetzt etwas, deutlich beschleunigt offensichtlich durch die Corona-Krise. Wie schaut unsere Lösung aus? Wir haben im Prinzip, bitte um die nächste Folie, wir haben im Prinzip die
zwei Teile. Das eine ist die Sensorik, die bringen wir in die Mülltonne ein. Jetzt warte ich noch kurz auf die Folie. Also ich spreche mal weiter, damit ich die Zeit nicht überschreite, nicht zu viel. Also im Prinzip haben wir eine Sensorik, die bauen wir in die Mülltonne ein und die misst den Füllstand. Die misst den Füllstand in der Regel einmal am Tag und überträgt diese Daten dann meistens zum Beispiel gegen Mitternacht in ein Portal und dort werden die Füllstandsdaten der verschiedenen Abfallbehälter gesammelt. Und auf Basis dieser Füllstandsdaten wird dann eine dynamische Tourenplanung errechnet, die dann dem Fahrer, wenn er in den LKW steigt, entsprechend auf seinem Display im Fahrzeug angezeigt wird. Ah, jetzt funktioniert's. Okay, sehr gut. Also wie schon kurz erwähnt, wir haben im Prinzip den Sensor, der in die Mülltonne eingebaut wird, den Füllstand misst und diese Daten täglich in ein Portal leitet, in das sogenannte Waste Collection Portal, und dort findet auf Basis der Füllstandsdaten und der Historie, sprich wir schauen uns genau an, wie hat sich der Füllstand eines Behälters entwickelt, berechnen wir dann eine optimale Tour und die wird dem Fahrer auf seinem Display im Fahrzeug angezeigt und dann entsprechend dynamisch abgefahren. Bezüglich der Erkenntnisse aus Covid-19 haben wir jetzt die Möglichkeit gehabt, sowohl in Deutschland als auch in Österreich mit unterschiedlichsten Kommunen und Entsorgern zu sprechen. Wir haben mal grob dargestellt, wie für uns das Bild aussieht. Der Haushaltsmüll ist angestiegen, haben wir schon gehört. Auch Altglas, ganz ein wichtiges Thema. Gewerbemüll hat sich natürlich drastisch reduziert. Und im Prinzip, und das betrifft jetzt nicht nur die Covid-19-Krise, sondern generell die Abfallwirtschaft, ist natürlich das fehlende Wissen über das veränderte Verhalten oder diese durch solche Krisen, wie sie jetzt entstanden sind, natürlich immer problematisch. Ja, man hat ein schwankendes Abfallaufkommen, die Industriekunden, hat der Herr Dr. Opel gesagt, sind nicht erreichbar oder nur schwer erreichbar, das Stadtbild, hat die Frau Leudl schon gesagt. Und dann natürlich die nicht bedarfsgerechte Entleerung, die zum Schluss zur Überfüllung der Behälter führt, zum unsauberen Stadtbild, diese ganzen Themen. Das andere, was wir merken, gerade in Gesprächen mit deutschen Entsorgern, das Problem der großen Abhängigkeit zu den Fahrern, die seit 30 Jahren fahren, die das alles kennen, genau wissen, wie sie durch die Stadt fahren müssen, wo sie hinfahren müssen. Es ist ein Problem, wenn die nicht da sind, wenn die krank sind. Das heißt, man muss versuchen, hier natürlich auch diese Abhängigkeit irgendwie zu minimieren und das Kopfwissen in ein Systemwissen zu bekommen. Und dann natürlich die Problematik, die der Dr. Opel schon gesagt hat, diese ganzen vielen Informationsschnittstellen zwischen den Beteiligten, die einen wahnsinnig hohen Verwaltungsaufwand haben, gerade dann in Zeiten wie Covid, wo dann viele zu Hause sind, Homeoffice machen, nicht erreichbar sind. Was wir jetzt sehen, auch in den Gesprächen mit den verschiedenen Entsorgern, wo es immer darum geht, okay, was bringt mir das, was sind die Vorteile der Digitalisierung? Und wir sehen hier einige Vorteile. Das eine, und das ist sicher ganz wichtig, ist, dass die Arbeitsprozesse deutlich vereinfacht werden und effizienter werden. Das heißt, zum Schluss geht es darum, den Disponenten freizuspielen, mehr Zeit zu schaffen hier für andere Tätigkeiten. Dann ganz wichtig, die Transparenz. Wo sind meine Behälter? Welche Füllstände habe ich bei diesen Behältern? Sind die überfüllt? Das heißt, es geht einfach darum, wirkliche Transparenz zu bekommen. Dann ganz wichtig, das, was ich schon gesagt habe, Kopfwissen zu Systemwissen zu bringen. Das heißt, die Abhängigkeit auch von den Fahrern zu reduzieren. Ganz wichtig, Frau Leudl hat es gesagt, Vermeidung der Überfüllung von Sammelstellen und damit die Qualitätssteigerung. Dann das Thema Services, auch die App, die wir sehen, ja, die jetzt immer mehr kommen, wo man dem Bürger sagen kann, okay, du willst jetzt Glas entsorgen, okay, du hast eine App, die sagt dir, wo ist die nächste Sammelstelle und in welchen Füllgrad hat die. Fahr doch lieber zu einer anderen, wenn du größere Mengen hast. Das heißt, einfach die Servicequalität der Richtung der Bürger zu erhöhen. Und dann ein wichtiges Thema, ja, CO2-Reduktion. Natürlich wollen wir mit so einem System Staus reduzieren, Verkehr reduzieren, Lärm reduzieren, sprich die Anzahl der Touren optimieren und damit eben auch einen Beitrag zur ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit leisten. Und ein wichtiges Thema, ja, es ist immer so, wenn niemand erwischt wird, ist es nicht schlimm, aber wenn es auftritt, dann ist es ein Problem, ja, wenn man überfüllt mit dem LKW fährt, natürlich kann so eine dynamische Tourenplanung auch auf Basis der aktuellen Füllstände wirklich eine Kapazitätsplanung für den LKW machen und sagen, okay, so fährst du das heute ab und
damit beitragen dazu, dass Fahrzeit eingehalten wird, dass nicht überladen wird, diese Themen. Das heißt, hier sehen wir also eine große Menge an Vorteilen, die in der Abfallwirtschaft durch so eine Digitalisierung kommen kann. Genau, und um es jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, wir haben im letzten Jahr verschiedene Testregionen gehabt und haben hier auch eine Testregion, wo es um das Thema Glas geht. Und Sie sehen hier in dieser Darstellung drei horizontale Linien, oben rot. Das ist eine Linie, wo wir einmal Sensoren in Behälter eingebaut haben und nichts gemacht haben, außer zu tracken. Einfach täglich zu schauen, wie ist die Füllstandsentwicklung und wann wird der Behälter entleert und wie stellt sich das Bild bei der Entleerung dar? Das heißt, wie lange ist der Behälter denn schon überfüllt? Oder ist er überhaupt voll, wenn er entleert wird? Und da haben wir sehr interessante Dinge festgestellt, aber hier als Beispiel von Jänner bis Mai 2019 waren also im Schnitt bei den klassischen Intervalltouren, die alle 2 oder 4 Wochen sind, haben wir hier eine Überfüllung, die Anzahl der Überfüllungstage bei 8 Tagen gehabt bei den Behältern im Durchschnitt. Wir haben dann die Füllstandsdaten der Sensoren genommen und gemeinsam mit dem Partner dort manuell, ohne automatisiertes System, mal versucht, auf Basis der Füllstände die Touren zu optimieren und haben da festgestellt von Juni bis Dezember, dass wir die Anzahl der Überfüllungstage schon mal reduzieren konnten von 8 auf knapp unter 7. Und wir sind dann im Jänner mit dem gesamten System live gegangen dieses Jahr und dann kam die Krise und das, was uns sehr freut und was wir damit geschafft haben, war, dass wir auch in der Krise unter diesen schwierigen Voraussetzungen die Anzahl der Überfüllungstage auf 1,37 reduzieren konnten. Und das, glaube ich, zeigt, dass man mit so einer dynamischen Tourenplanung in Kombination mit einer Füllstandsmessung sehr, sehr gut auch Krisenzeiten bewältigen kann und damit diese ganzen Themen eben wieder die überfüllten Sammelstellen deutlichst reduzieren kann. Das heißt, grundsätzlich sehen wir mit so einer digitalen Lösung, mit so einer Smart Waste Lösung, kann man die Tourenplanung so optimieren, dass man auch Krisenzeiten und starke Schwankungen entsprechend ausgleichen kann. Und zum Abschluss noch ein wichtiger Punkt, weil wir werden natürlich in jedem Gespräch gefragt, okay, rechnet sich so ein System, wie muss man investieren? Wir haben dazu jetzt ein sage ich mal, relativ umfangreiches Excel-Sheet gebaut, wo wir von Kunden, die Interesse haben, und das kann ich nur in die Runde sagen, wenn Sie da Interesse haben, bitte an uns wenden, wo wir Parameter abfragen. Natürlich die Behälteranzahl, aber auch eben, was kostet im Durchschnitt eine Entleerung. Da gibt es so 10 Parameter und die fügen wir dann in so ein Kalkulationssheet rein, berechnen natürlich auch die Kosten für so ein System und wir haben jetzt mehrfach in verschiedenen Gesprächen und da hatten wir auch die Möglichkeit, als Beispiel mit der Firma Remond, ist dem größten deutschen Entsorger, der in Stuttgart schon mal seit 2 Jahren so ein System am Laufen hat, auch solche Kennzahlen abzufragen. Und wir haben für uns im Schnitt festgestellt, das muss man natürlich anpassen, ist das ländlich, ist das urbanes Gebiet, ist man in der Stadt eben, welche Wege hat man zwischen den Sammelstellen. Aber grundsätzlich haben wir gesehen, bei einer Testregion mit 300 Behältern, wo wir 2 Kammernbehälter haben für Weißglas und Buntglas, also 600 Sensoren, wo die Entleerung 2 wöchentlich stattfindet, dass ca. 30% der Behälter bei der Entleerung einen Füllstand kleiner 50% haben. Und dass 15% der Behälter schon mehrere Tage überfüllt waren. Und wenn man das dann entsprechend optimiert, dann sieht man, dass man schon unter Berücksichtigung der Investitionskosten eine Kostenersparnis von größer 20% pro Jahr schafft und auch damit verbunden eine CO2-Reduktion von größer 10 Tonnen. Das heißt, was wir anbieten können jetzt, ist einfach, wenn man sich mit dem Thema auch beschäftigt, zu sagen, man macht zunächst einmal eine Return on Investment Betrachtung, sagt, okay, was ist mein Gebiet? Wir fragen diese Parameter ab, dann hat man eine erste Diskussionsbasis und dann ist unsere große Empfehlung zu sagen, man rüstet einmal ein paar Tonnen mit Sensoren aus und schaut sich über 2-3 Monate mal an, was passiert. Weil dann wird das Gefühl, das viele Kunden von uns haben, wenn wir sie fragen, ja, was schätzt du denn, wie schaut denn der Füllgrad ungefähr aus bei der Entleerung, dann hat man wirkliche Daten und Fakten und auf Basis dieser Daten und Fakten kann man dann Simulationen machen, kann das hochrechnen und dann tut man sich, glaube ich, mit so einem Investment und mit einer ROI-Betrachtung deutlich leichter, nebst den, sage ich mal, qualitativen Vorteilen, wie dass man die Kundenzufriedenheit erhöht, dass man das Erscheinungsbild verbessert, Nachhaltigkeit fördert, die manchmal nicht so quantitativ messbar sind. Aber das ist
unser Weg, wie wir derzeit mit den Entsorgern, mit den Kommunen sprechen und zu sagen, okay, wenn du digitalisieren willst, das sind die Schritte, die wir empfehlen würden, wie man das entsprechend umsetzen sollte. Und falls Sie Interesse haben, noch ein bisschen mehr ins Detail einzusteigen und mehr über solche Lösungen zu erfahren, dann werden wir gerne an die Teilnehmer vom Webinar jetzt ein Mail im Nachgang schicken. Da gibt es ein paar Termine, da können Sie sich anmelden und da stellen wir diese Lösung mal ein bisschen detaillierter vor. Dankeschön. Dank. Vielen herzlichen Dank für den Input. Und darf unseren nächsten Redner, Herrn Magister Meyer von der IÖB Servicestelle, kurz bitten, auch noch seinen Input zu Corona und Förderungen für den öffentlichen Bereich vorzustellen. Ja, grüß Gott, herzlichen Dank, dass Sie uns ja auch die Möglichkeit geben, unser Angebot kurz zu präsentieren. Wir haben jetzt schon einiges gehört, wie hier sozusagen der Return of Investment hier ausgerechnet werden könnte, beziehungsweise welche Überlegungen es hier von Slock gibt, das zu finanzieren. Ich als IÖB-Servicestelle komme vielleicht mit einem angenehmen Angebot noch daher. Wir haben im Hintergrund bei uns die ein oder andere Förderung, von denen ich Ihnen heute ganz kurz erzählen will. Ganz kurz vielleicht zur IÖB-Servicestelle an sich. Wir sind ein Projekt des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und des Bundesministeriums für Klimaschutz in Kooperation mit der Bundesbeschaffung. Alle unsere Services sind gratis für öffentliche Beschaffungsstellen, also alle Beschaffungsstellen, die dem Bundesvergabegesetz unterliegen, also unabhängig davon, ob es Land, Gemeinde oder eine ausgegliederte Dienststelle ist oder ein ausgegliederter Betrieb ist. Der Hintergrund ist der, wir versuchen über Innovationsbeschaffung innovative österreichische Unternehmen, wie zum Beispiel die Slock, mit öffentlichen Beschaffern zusammenzubringen, um auf der einen Seite einen Mehrwert für den öffentlichen Sektor zu bieten, als auch österreichischen Unternehmen den Einstieg in den Markt zu erleichtern bzw. einfach bekannter zu machen und den ein oder anderen Erfolg hier mit zu unterstützen. Vielleicht die nächste Folie. Ein paar Zahlen dazu. In Österreich gibt es ungefähr 45 Milliarden Euro an Beschaffungsvolumen. Würde man davon nur 2% in den Bereich Innovationsbeschaffung schieben, dann wäre das eine doppelt so hohe Ausgabe für die Innovationsförderung als zum Beispiel aktuell vom BMFIT oder vor 2 Jahren vom BMFIT für angewandte Entwicklungsforschung ausgegeben ist. Also da sieht man, welche Kraft man als Beschaffer in Österreich auch hat. Dazu haben wir einiges an Services entwickelt. Ich will Ihnen ganz kurz nur die Plattform Innovation vorstellen, bevor wir zu den Förderungen kommen. Gehen wir vielleicht auf die nächste Folie weiter. Wir bieten hier 2 Bereiche an. Auf der einen Seite können Sie, wenn Sie eine konkrete Herausforderung in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Müllbetrieb haben, uns eine Frage stellen. Wir helfen Ihnen dabei, eine Markterkundung zu machen in Form einer Open Innovation Challenge. Dazu gerne mehr in einem Beratungsgespräch, falls Sie Interesse haben. Oder, da kommen wir zur nächsten Folie. Das ist es. Verdreht, aber oder wo wir auch unter anderem seit Jahresbeginn auch die Slock gelistet haben, haben wir einen Marktplatz Innovation eingerichtet, auf dem Sie innovative Unternehmen, innovative Produkte aus Österreich finden, die Sie eigentlich direkt beschaffen können, beziehungsweise die unter anderem auch im E-Shop der BBG zu finden sind zum Teil. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, warum ich heute eingeladen worden bin, zu den möglichen Förderangeboten. Als IÖB-Servicestelle haben wir zusammen mit der Austria-Wirtschaftsservice vor einem Jahr eine Förderung aufgesetzt für Innovationsbeschaffungen. Das heißt, wenn Sie ein Innovationsbeschaffungsprojekt haben, dann können Sie hier bis zu 100.000 Euro, aktuell ist sogar die Fördergrenze von 100% aufgehoben. Also es könnte sogar potenziell das gesamte Projekt gefördert werden über die AWS aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Können Sie sich das gesamte Projekt fördern lassen? Wir bieten hier unter anderem auch die Beratung dazu an. Also wenn Sie ein interessantes Projekt haben, von dem Sie
glauben, dass es möglicherweise förderwürdig ist, dann melden Sie sich bei uns. Wir unterstützen Sie da gerne auch bei der Formulierung des Antrags bei der Austria Wirtschaftsservice. Austria Wirtschaftsservice ist unter anderem die Förderbank des Bundes, falls das nicht bekannt ist. Ja, und als zweite Förderung, die läuft nicht über uns, aber ich glaube, es ist auch spannend, das einfach hier auch einmal in den Raum zu stellen. Es wurden zwar grundsätzlich, glaube ich, schon alle Gemeinden darüber informiert, aber es gab vor ungefähr einer Woche im Nationalrat den Beschluss des neuen Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 eine Sonderförderung für die Corona-Zeit, und hier wurden auch sagen, Anlagen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, etwa Abfallentsorgungsanlagen etc. in den Förderbereich mit aufgenommen. Das heißt, auch in dem Bereich könnte über diesen Förderstream eine Förderung erzielt werden. Auch hier werden 50% der Kosten, der Beschaffungskosten übernommen. Wie das da genau aussieht, da gibt es noch keine 100%ige Information. Das sollte in den nächsten Tagen, sollten hier dann die Durchführungsbestimmungen beschlossen werden. Ich habe Ihnen unten auch den Link angeführt. Hier können Sie unter anderem auch abrufen, wie viel Geld für jede Gemeinde in jedem Bundesland zur Verfügung steht. Aber Hausnummer, was man so mitgenommen hat aus den letzten Tagen, ist, dass 100 Euro pro Hauptwohnsitzer in der Gemeinde sozusagen zur Verfügung steht. Die genauen Zahlen müssten eigentlich die Gemeinden an sich per Brief des BMF bekommen haben. Herzlichen Dank für die Informationen. Ich darf Mentimeter sozusagen einmal überspringen, da wir leider durch die technischen Probleme schon ein wenig im Zeitverzug sind. Und möchte mich deswegen gleich auf die Podiumsdiskussion, gleich in die Podiumsdiskussion stürzen. Vielleicht darf ich alle Vortragenden bitten, sich sozusagen zu entmuten, und möchte gleich an alle vielleicht die Frage stellen, was können wir aus den letzten Monaten lernen? Haben wir schon öfter jetzt auch gemeinschaftlich besprochen, beziehungsweise was könnte man für eine zweite Welle beispielsweise schon vorbereiten? Also ich glaube, von unserer Seite kann ich nur sagen, das merken wir jetzt in den Gesprächen mit den diversen Entsorgern und Kommunen, es geht darum, einfach mit die ersten Schritte in die Digitalisierung zu machen. Ich glaube, es wurde immer herausgezögert, die Abfallwirtschaft ist aus meiner Sicht eine sehr konservative Branche, und ich glaube, es geht jetzt darum, in kleinen Schritten und nicht in riesigen Ruckschritten diese ersten Schritte zu tun und dorthin zu gehen und zu schauen, dass man die Prozesse dort, wo sinnvoll, digitalisiert, und das kann man jetzt beginnen, ohne dass man wahnsinnig hohes Investment machen muss, indem man eben beginnt, als Beispiel, das kann einer der Belange sein, eben die Problemfraktionen wie zum Beispiel Glas oder Altkleider entsprechend zu digitalisieren. Und wir sehen, das passiert auch. Also das freut uns schon auf dieser Seite sehr, ja. Wenn ich da vielleicht anschließen darf, wir sehen das als klassischen Schuss vor den Bug, wo manche Dinge, wo wir vielleicht intern noch gezögert haben, ob wir da jetzt schon so weite Schritte gehen, wie der Herr Esatti gesagt hat, weil wir eigentlich schon lange ohne jetzt maßgebliche Veränderungen in unserem Prozess durchgekommen sind, uns verändern, und da haben wir jetzt schon diese Erkenntnisse genutzt, hier eigentlich alle, die noch gezweifelt haben, zu überzeugen. Und wenn man andere Logistiker anschaut, ja, wir sind ja eigentlich zum Großteil Logistiker, dann arbeiten die eigentlich schon sehr dynamisiert in vielen Bereichen, und wir haben uns klar das Ziel gesetzt, dass wir das eigentlich auch könnten. Ja, aus meiner Sicht ist es natürlich die eine Seite, die Digitalisierung voranzutreiben, auf der anderen Seite aber auch ganz wesentlich, da eine Datentransparenz zu bekommen, einerseits von der Kommune zum Entsorger. Jeder verwendet oder versucht zu digitalisieren,
jeder digitalisiert irgendwie mit seinem eigenen System. Und aus meiner Sicht ist es da ganz wichtig, jetzt daran zu arbeiten, dass alle die ähnlichen Systeme benutzen, beziehungsweise da Schnittstellen zwischen den Systemen zu finden, weil es nutzt nichts, wenn ihr die Daten dann doppelt und dreifach in die unterschiedlichsten digitalen Systeme eingibt und wenn dann eben Überfüllungen passieren, wenn Schließungen passieren, wenn besondere Kundenanforderungen passieren, das dann erst wieder quasi auf analogen Weg weitergegeben wird, weil die digitalen Gefäße nicht miteinander kommunizieren. Das meint sozusagen mehr systemisches Verständnis und systemische Integration von digitalen Systemen in der Abfallwirtschaft, um auch das Gesamtsystem optimieren zu können in weiterer Folge. Ich glaube, das Thema, die Frau Leuel angesprochen hat, wird sicher ein spannendes. Wer kriegt welche Transparenz auf die Daten? Ja, sozusagen ich als Entsorger hätte natürlich gern die Detaildaten. Wenn die Kommune mich nicht dazu motiviert, würde ich sie natürlich selbst nutzen. Ja. Teilt man diese Daten, sind die Daten überhaupt in Hand der Kommune? Da merken wir, dass auch sehr viel Diskussion beginnt. Ja. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansichten, in welche Richtung das gehen kann. Ich glaube, das wird noch sehr spannend. Was wir halt auch sehen, ist, dass diese Abhängigkeit vom Fahrer, die mir vor allem in Deutschland jetzt so bewusst geworden ist, weil wir dort sehen, dass sogar auf sämtlichen Firmen-PKWs von großen Entsorgern Werbung gemacht wird, Fahrer zu finden, weil dort ein kompletter Mangel an Fahrern ist. Das heißt, auch da müsste es ja im absoluten Interesse des Entsorgers sein, sich hier unabhängig zu machen und zu schauen, dass man die Digitalisierung so vorantreibt, dass man im Prinzip wesentlich mehr Auswahl an Fahrern hat. Ja, also das ist ein Thema, das extrem stark aus unserer Sicht in Deutschland sichtbar ist. Ja. Sicher auch in Österreich. SLOG bietet ja an, dass die Mülltonnen sozusagen die Überfüllungsstände oder Befüllungsstände übermitteln. Wäre da auch einmal in Richtung Daten zu den Inhalten eine Entwicklung möglich, nötig? Also wir haben sozusagen verstanden, dass ja da irgendwie der heilige Gral der Abfallwirtschaft ist, zu erwissen, welcher Müll in der Mülltonne ist. Und wir werden danach immer wieder gefragt. Und wir haben zwei Entwicklungen, das sage ich aber gleich dazu. Das ist noch in einem Forschungsstadium, aber wir haben jetzt wahrscheinlich im Sommer die ersten Prototypen. Da geht es einmal darum, dass wir bei Tonnen, die mit einem Deckel zum Beispiel ausgerüstet sind, dass wir bei jeder Deckelöffnung, die wir erkennen können, nachher mit einer ganz neuen Sensorik feststellen können, erstens das Material, also wir versuchen zu unterscheiden Karton, Papier, Glas, Plastik, diese Dinge. Und das Zweite ist, wir entwickeln einen Geruchssensor, der uns helfen soll, indikativ dem Entsorger mitzuteilen, ob dort Problemstoffe oder bestimmte Stoffe wie lösungsmittelhaltige, ölhaltige, gewisse biogene Abfälle drinnen sind. Und das, wir sehen das als Kombination vielleicht auch mit einem Wertstoffscanner, wie er zum Beispiel im Müllfahrzeug sein kann. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir bei jedem Einwurf diese Information bereitstellen könnten und dadurch sehr genau vielleicht in Zukunft wissen, was ist der Inhalt, was wurde da reingeworfen, um ein unmittelbares Feedback auch vor der Entleerung dem Entsorger oder dem Kunden geben zu können. Ja, da sind wir in der Entwicklung. Spannendes Thema. Vielen Dank. Es ist das Thema Wertstoffscanner von Saubermacher gefallen. Dazu hat auch jemand aus dem Chat schon etwas genaueres wissen wollen. Wie sieht es da jetzt bei der Entwicklung aus? Wann wird diese Technologie auch breiter verfügbar sein? Na, ich glaube, die Frage geht sogar einen Schritt weiter. Sozusagen, wann kommunizieren die Dinge miteinander, was ja so ein bisschen in jeder Digitalisierung sagt man, wann wird das ganze Ding intelligent? Ich glaube, es beginnt jetzt. Ja, wir haben jetzt die ersten Sensoren. Vor 5 Jahren hat noch keiner geglaubt, dass man einen Sensor, sage ich, in einen Business Case reinbringt, dass man das wirklich in der Abfallwirtschaft nutzen kann. Jetzt gibt es das. Wir haben die ersten Produktivsysteme in der Schweiz im Einsatz vom Wertstoffscanner und in Österreich testen wir diese. Und der nächste Schritt wird sein, dass die dann mit den Sortieranlagen kommunizieren und das wird aber, glaube ich, noch, sage ich mal, 2 bis 5 Jahre dauern, aber das ist ja im Endeffekt jetzt nicht die längste Zeit,
Und wenn wir dann wissen, wie unsere Sortieranlage sich einstellen muss, weil sie eine Indikation hat, wie viel Wertstoffe oder welche Fehlwurfanteile in gewissen Abfallmengen sind, ich glaube, dann kommen wir einen großen Schritt weiter. Und die Abfallwirtschaft, die so ein bisschen als unintelligent, jetzt sage ich, im Prozess abgetan wird, hat aufgeschlossen zu anderen Industrien. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das große Gesamte, das muss man erst in Zukunft sehen. Andererseits ist es schön, dass viele steirische Unternehmen sich darüber schon Gedanken machen und zusammenarbeiten. Ich darf jetzt noch eine Frage auch aus dem Chat stellen. Welche Chancen räumen Sie mathematischen Modellen ein, um eine optimierte Behälterentleerung zu erreichen, ohne Sensortechnologie zu verwenden? Ich glaube, das ist an den Herrn Blumenschneider-Esatti bzw. an Sie, Herr Dr. Oppelt, gestellt. Andreas, magst du? Soll ich einmal? Ich meine, die Rechenleistung wird jedes Jahr halb so teuer. Das heißt, was statistische Modelle, mathematische Modelle heute leisten können, haben wir uns vor 10 Jahren noch nicht gedacht. Heute sind wir dort, dass die Modelle halt auf Basis der Sensordaten intensiv optimieren, dass ich sage, ich kann es auf Basis anderer Daten, die Behälterentleerungen optimieren. Das ist sicher... ist sicher möglich. Ja. Ich bin immer ganz vorsichtig zu sagen, dass was nicht möglich ist. Da würde ich aber den Zeitraum 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall angeben. Und auch die Frage, welche Daten man nutzen kann. Ja, wenn ich alle Ihre persönlichen Daten im Zugriff hätte als Abfallwirtschaftsunternehmen, könnte ich wahrscheinlich aus Ihren Amazon-Bestellungen und was Ihr smarter Kühlschrank sagt und Ihre Kundenkarte von Jö relativ klar indizieren, und Ihre Buchungen des Urlaubs, wie viel Abfall Sie produzieren. Aber da haben wir noch ein kleines Datenschutzthema, das wir, glaube ich, auch berechtigterweise haben. Ja, ich würde da mich auch nicht wohlfühlen, wenn Sie das alles als Müllabfuhr von mir wissen wollen. Aber gehen würde es dann? Ich glaube, da gibt es einfach noch gewisse Barrieren, die auch berechtigt da sind. Vielen Dank. Ich glaube, wenn man über maschinelles Lernen, Deep Learning spricht, dann wird uns da auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch einiges sozusagen an neuen Entwicklungen etc. Entgegenstehen und wird zu prüfen sein, wie weit das auch hinsichtlich der Daten von allen gewollt wird. Wichtig wäre für mich, weil wir gerade beim Thema Daten sind, für einen Ressourcenpark, wie er jetzt in Graz geplant ist, was kann man daraus lernen? Wie kann man die Covid-Erfahrungen in die Planung eines Ressourcenparks sozusagen auch vielleicht überführen? Ja, da haben wir natürlich auch ganz neuartige Erfahrungen gemacht während der Corona-Krise, nämlich die Herausforderung, die sehr viele Kommunen, Städte gehabt haben, dass das Recycling Center, die Altstoffsammelzentren und so weiter teilweise eben schließen mussten oder geschlossen wurden und damit natürlich auch erstens die Verfügbarkeit, um Abfälle abzugeben, reduziert war auf die öffentlichen Sammelstellen und eben die Hohlsammlung zu Hause oder eben entsprechende Containerdienstleistungen. Aber eben auch dann die Herausforderung bei der Öffnung. Wir haben zum Beispiel, wie wir wieder geöffnet haben, dann ein Anmeldetool vorgesehen, ein digitales, wo man sich über unsere Graz-Abfall-App für ein Zeitfenster anmelden konnte, um eben auch sicherzustellen, dass die Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden können, dass wir eben nicht so viele Fahrzeuge hier bei uns haben und ja, eben auch entsprechende Vorkehrungen treffen mussten. Das war aber, sage ich jetzt einmal, auch ein halb digitales System, weil natürlich in der Schnelle dieser Krise wir jetzt auch nicht darauf vorbereitet waren. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Es müssen versuchen, die digitalen Gefäße miteinander zu kommunizieren. Weil ich sehe das selbst bei uns. Wir haben einerseits eine
eine Waage-Software, eine für die Verwiegungen. Wir haben Kennzeichenerkennung und so weiter. Wir haben die Graz-Abfall-App, aber keines dieser Systeme kommuniziert noch miteinander. Das heißt, wir haben dann zwar die Anmeldung über die App gehabt, die Kontrolle hat dann aber wieder mit Listen und Handys erfolgen müssen, weil eben das noch nicht vorgesehen ist. Das heißt, für den neuen Ressourcenpark werden wir ganz sicher hier auch Maßnahmen setzen, wo wir von der Einfahrt, also von der Anmeldung über die Einfahrt bis zur Ausfahrt bis zur Bezahlung, wenn sie eben nötig ist, weil Übermengen oder eben kostenpflichtige Abfälle, dann alles so gut wie möglich in ein digitales System zu vereinen. Hier denke ich speziell auch, dass es unterschiedliche Bedürfnisse von Zielgruppen oder Kundengruppen gibt. Einerseits die gewerbliche, industrielle Abfallentsorgung und andererseits wirklich die kommunale Abfallwirtschaft. Ich glaube, hier wird in Zukunft sicher auch noch die Überlegung sein, wie kann man beide Systeme sozusagen auch zusammenführen und auch die Daten am bestmöglichsten sozusagen auswerten, um optimale Ressourcenrouten, aber auch Ressourcenparks zu erstellen. Vielen herzlichen Dank. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich jetzt 4 Minuten, die uns sozusagen jetzt noch bei einer 15-minütigen Überzug bleiben. Sie, werte Damen und Herren, Teilnehmer des Webinars, vielleicht auch noch animieren, direkt Fragen zu stellen. Alle Fragen, die jetzt schriftlich auch an uns ergangen sind, werden dann auch noch in einem E-Mail beantwortet. Ebenso werden die Kontaktdaten zu den einzelnen Vortragenden ausgesendet, beziehungsweise die Aufzeichnung des Webinars und Nachleser. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum, Auditorium? Sonst habe ich hier noch eine Frage. Herr Harald Grün schreibt, welche zukünftige Wertigkeit wird dem Füllgewicht der Mülltonnen gegeben, um auch eventuell einen Anreiz zur Müllvermeidung zu geben, wenn das individuelle Gewicht kundenbezogen verrechnet wird? Mag die Frau Leudl vor mir? Ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Es ist natürlich sehr wichtig, da auch einen Anreiz zur Müllvermeidung zu geben. Ich glaube, da gibt es aber Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Bereichen. Wenn ich mir jetzt das in der Stadt Graz anschaue, wo wir sehr dichte Besiedlung haben, wo wir Wohnhäuser mit bis zu 800 Wohneinheiten haben, ist es sehr, sehr schwer möglich, da wirklich auf den einzelnen Bewohner jetzt mit den jetzigen Systemen darauf einzugehen. Da gibt es natürlich auch schon sehr innovative Dinge, wie zum Beispiel große Müllcontainer, wo dann jeder seinen Sack abwiegen kann und das dann direkt verrechnet kriegt. Da haben wir überall einen erhöhten Platzbedarf und das sehen wir auch immer. Das ist leider Gottes auch von den Planern und Architekten wird dieses Thema noch immer sehr wenig beachtet, dass man eben auch auf die Abfallentsorgung bereits bei der Planung des Gebäudes Rücksicht nehmen muss. Wenn wir einmal diesen Sprung schaffen können, dass wir da bereits in der Planung mit eingebunden sind, dann kann man auch versuchen, innovative Systeme von vornherein, die eben auch diese Möglichkeiten bieten, damit einzuplanen. Aber da haben wir begonnen. Das ist natürlich noch ein, sage ich mal, nicht weiter Weg, aber doch dauert, ist sicher nicht kurzfristig umsetzbar. Wenn ich da vielleicht kurz ergänzen darf, das sehe ich ganz ähnlich. Das Einzige, was ich schon sehe, ist, wir haben die Einzelhaushalte in den ländlichen Bereichen, ja, wo das gut geht, und in Graz zum Beispiel die 30.000 Einzelhaushalte, die man da sicher besser motivieren kann. Und die Frage ist, ob ich als Wohnhausanlage nicht halt gemeinschaftlich die Mehrkosten tragen muss, auch wenn ich es als Einzelner vielleicht nur minder beeinflussen kann, statt dass wir wie heute
die schlechte Trennmoral von Einzelnen sozialisieren. In einer Zeit, wo, sage ich, die Gebühren und die ganzen Kosten eh steigen und alles eng wird, ist das sicher etwas, wo man drüber nachdenken sollte. Vielen Dank. Da uns die Zeit leider davonläuft, darf ich allen Vortragenden einmal einen herzlichen Dank aussprechen. Vielen Dank für die aktive Teilnahme. Alle Fragen von allen Teilnehmern werden auf jeden Fall noch gesammelt und beantwortet. Ich möchte auch ganz kurz ankündigen, dass wir planen, diese Reihe fortzusetzen. Ich freue mich da schon auf weitere Inputs von Ihnen, welche Themen zum Beispiel spannend wären, direkt bitte an mich zu richten, welche Fragestellungen und Herausforderungen in der nächsten Zeit sozusagen bearbeitet werden sollen. Ich sage herzlichen Dank noch einmal, darf noch ganz kurz auf die Präsentation verweisen und möchte noch ganz kurz zwei Themenbereiche anschneiden. Einerseits die Data Service Cards, die sozusagen für den Bereich der datengetriebenen Services sind. Andererseits haben wir den Bereich des Cluster Meetings, wo auch Saubermacher zum Beispiel seine Lösungen präsentiert. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich anmelden, beziehungsweise wir Sie dann auch, wenn wir Ihnen ein E-Mail schreiben können zu den nächsten Veranstaltungen und Ihren Meinungen zu den Themen. Ich sage herzlichen Dank, entschuldige mich für den Überzug und die technischen Gebrechen. Wir werden versuchen, beim Digitalisierungsthema mehr die digitalen Programme und Softwares auch in der Hand zu haben. Herzlichen Dank an alle. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke sehr. Wiedersehen.